Beim Herrn Behrendt sind folgende Themen für mich besonders interessant. Thema Nummer 1, eine sehr wichtige Frage, ist die Frage nach der Identität. Sie erinnern sich, dass der Herr Behrendt eigentlich gekommen ist und offiziell geäußert hat, er möchte gerne weniger chaotisch sein und er möchte gerne strukturierter sein. Im Laufe der Arbeit mit dem Herrn Behrendt frage ich ihn, ob eigentlich er das Gefühl hat, dass nicht sein Chaotentum, also das ist ja, er ist ja ein ganz liebenswürdiger, also eigentlich so ein bisschen so ein typischer, wie man sich so einen typischen Künstler auch vorstellt, so hoch assoziativ und so ein bisschen zerfahren und sowas. Und ob nicht dieses hoch assoziative und auch ein bisschen flatterhafte und künstlerische, ob das nicht eigentlich Teil seiner Identität auch ist und ob er denn wirklich 100% strukturiert und perfektionistisch jetzt werden möchte. Und dann sagt der Herr Behrendt ja in der Tat, nee, eigentlich will er nicht. Will er ja gar nicht. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle am Fall Behrendt das Augenmerk für die Profipersonen ganz extrem darauf richten, dass man sehr unterscheiden muss, wenn Menschen kommen und sagen, ich möchte eine bestimmte Sache von ihnen haben, ich möchte eine bestimmte Handlung ausführen oder ich möchte bestimmte Eigenschaften ablegen und neue entwickeln, dass man immer im Hinterkopf haben muss die sogenannte Dosisfrage, nämlich wie viel möchte ich eigentlich haben von diesem, was ich da als neue Absicht erzähle. Menschen machen sich oft selber diesen Unterschied zwischen so einer bestimmten Dosis von, in seinem Fall Strukturiertheit, und dem der eigentlichen Persönlichkeit, der eigentlichen Identität selber gar nicht klar. Menschen kommen oft in so eine psychologische Beratung und haben das Gefühl, ich muss mich ändern. Und dann haben sie das Gefühl, ich muss irgendwie anders werden. Und sie machen sich selber gar nicht darüber klar, dass sie im Großen und Ganzen eigentlich mit der Art und Weise, wie sie bisher sind, gar nicht so wahnsinnig unzufrieden sind. Und ich kann mir persönlich den Herrn Behrendt auch überhaupt nicht vorstellen als 100% strukturierten Typ, der jetzt so alles einteilt nach Stundenplan. Das ist überhaupt nicht sein Naturell. Und wenn man dann diese Frage stellt nach der Dosis, in der Tat kommt die Antwort, ja, ich möchte eigentlich nur in bestimmten Zusammenhängen strukturierter sein oder ich möchte ein bisschen strukturierter sein, aber im Großen und Ganzen möchte ich eigentlich so bleiben, wie ich bin. Meine Erfahrung ist, dass die allermeisten Menschen in dieser Art auf diese Dosisfrage reagieren. Und diese Dosisfrage zu stellen, ist eigentlich etwas, was man als Profiperson immer im Hinterkopf haben sollte. Im Zürcher Ressourcenmodell hat diese Vorgehensweise auch einen Namen. Oder was heißt, einen speziellen Namen haben wir dem nicht gegeben, aber wir geben dieser Tatsache der Identität und der Frage, was passiert mit der Identität, wie sie bisher war, wenn ich jetzt neues Verhalten, neue Handlungen entwickle, der geben wir Raum, indem wir sagen, du musst dich jetzt nicht ändern, du musst nicht ein kompletter neuer Mensch werden, sondern du kannst dein Handlungsrepertoire erweitern. Du kannst alles, so wie du bisher warst, beibehalten und lediglich hast du zusätzlich eine neue Handlungsweise zur Verfügung, die du einsetzen kannst, wenn du das Gefühl hast, jetzt hätte ich die gerne. Dieser Unterschied zwischen muss ich mich komplett ändern oder saß man sagt, ich gebe dir lediglich eine neue Facette oder ich erarbeite mit ihnen eine neue Facette, das ist etwas, was Menschen oft ganz extrem entlastet. Wenn man in der Terminologie der Identitätstheorie bleibt, würde man sagen, wir entwickeln eine neue Teilidentität. Im Psychodrama würde man das nennen, ich entwickle eine neue Rolle. Ja, ich darf alle meine alten Rollen beibehalten,
Die sind so, wie sie sind, die werden gewürdigt, die haben mich hierher gebracht bis dahin, wo ich bin. Und in den meisten Fällen bin ich mit denen auch zufrieden. Und jetzt entwickle ich eine zusätzliche Rolle, die ich einsetzen kann, wenn ich finde, sie ist nötig. So was ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich mit Menschen arbeite am Thema Abgrenzung. Leute, die eigentlich sehr hilfsbereit sind und vom Grund ihres Herzens her empathisch und so. Und die wollen nicht zum kalten Fisch werden und zu irgendeinem ekelhaften, stacheligen Gewächs, was jetzt überhaupt niemandem mehr hilft. Ne? Die möchten im Prinzip weiterhin gerne der barmherzige Samariter sein, weil es zu ihrem Wertesystem passt und weil sie gute Gründe dafür haben, das zu tun. Sie möchten lediglich in bestimmten Momenten, wenn sie das Gefühl haben, jetzt wird eine bestimmte Grenze überschritten von Ausnutzung oder mein Akku ist leer, ich kann einfach nichts mehr geben, dann möchten sie die Kompetenz, auch Nein sagen zu können. Aber sonst möchten die weiterhin natürlich Ja sagen können, ja. Und wenn man jetzt den Fehler macht und mit denen professionell daran arbeitet, dass man sagt, jetzt lernen Sie mal abgrenzen, dann wird man merken, irgendwie folgen mir diese Klienten nicht und weiß nicht genau warum, ja. Und ein Grund dafür kann sein, dass halt diese Identitätsfrage nicht beachtet wurde und die Dosisfrage nicht geklärt. Das kann man beim Herrn Behrendt sehr schön beobachten.